Willkommen zurück aus der Mittagspause, wollte ich eigentlich sagen. Schön, dass Sie da sind. Kommt alle rein. Es lohnt sich, weil hier tun sich riesige Dinge in Richtung Zukunft. Wir lassen den kleinen Roboter sich jetzt erstmal finden, weil wir starten noch gar nicht gleich mit dem Panel, sondern wir brauchen noch die richtige... Wollt ihr uns erzählen, was ihr erzählt? Wollen Sie auf die Bühne kommen und weiterreden? Freunde, wollt ihr hier weiterreden? Mädels, hier? Kommt, ist bestimmt spannend. Nein, sonst würde ich einfach mal anfangen. Ich sage ja immer, Netzwerken und Kennenlernen finde ich auch super, aber wenn beide reden, ist immer ein bisschen schlecht. Also, ich wollte sagen, dass das alles jetzt hier noch gut gedeihen kann, weil wir werden jetzt eingestimmt in das kommende Thema. Und zwar mit einer Videobotschaft von Dr. Susanne Ozegowski. Sie leitet seit April 2022 die Abteilung Digitalisierung und Innovation im Bundesministerium für Gesundheit. Sie könnte den wahrscheinlich sofort reparieren. Also, ich wollte euch nicht unterstellen, dass ihr es nicht könnt, aber mit so einem wahnsinnigen Titel. Sie bringt nämlich gleich sehr große Erfahrung mit ein als Geschäftsbereichsleiterin der Unternehmensentwicklung bei der Techniker Krankenkasse und sie war maßgeblich beteiligt an der Entwicklung der elektronischen Patientenakte TK Safe. Sie hat eine sehr klare Meinung zur Digitalisierung in Medizin, darum geht es ja gleich in unserem ersten Panel, und sie sagt, mit dem Neustart in der Digitalisierung bringen wir nicht nur eine neue Dynamik, sondern auch neue Perspektiven ins Geschehen. Wir wollen endlich Ärzte und Patienten sehen, die begeistert sind, weil digitale Lösungen die gesundheitliche Versorgung spürbar verbessern und sie im Alltag entlasten. Großes Thema gleich bei Sabrina Straubitz und ihrer Gesprächsrunde. Aber erstmal, finde ich, ist die Keynote eine ideale Basis zum Thema zukunftssichere Gesundheitsversorgung. Und sie kommt jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich kann heute leider nicht physisch bei Ihnen anwesend sein, aber ich bin es im Geiste. Denn es gibt kein anderes Thema, was meine Arbeit derzeit so stark bestimmt wie das Thema Daten. Und hier natürlich insbesondere das Thema künstliche Intelligenz. Tatsächlich haben wir gerade BMG-seitig erst letzte Woche eine große Konferenz organisiert, genau zu dem Thema, wie schaffen wir es endlich, Gesundheitsdaten für bessere Versorgung zu nutzen. Und dies haben wir mit Experten aus Deutschland diskutiert, aber auch mit zahlreichen Experten von der europäischen und vor allem auch von der internationalen Bühne. Wir befinden uns gerade am Anfang einer radikalen Veränderung, wie Medizin und wie unser Gesundheitssystem funktionieren. Das heißt, Daten sind nicht nur der Schlüssel für die Medizin von morgen, sondern sie sind der Schlüssel für die Medizin von heute. Kein Arzt, und sei es auch noch so eine Koryphäe, kann heute noch den aktuellsten Stand der Wissenschaften für jeden seiner Patienten überblicken. Erst Daten, erst KI ermöglichen es, genau für diesen einen Patienten den optimalen Behandlungsweg zu finden. Nehmen Sie die Krebsmedizin. Hier hat sich in den letzten Jahren gezeigt, wie einzigartig jeder Patient ist und wie wir mit dem Verständnis dieser Einzigartigkeit, beispielsweise Stichwort Genomsequenzierung, wirklich bahnbrechende Verbesserungen in der Therapie und in den Heilungschancen erreichen können. Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Gleiches gilt für die Potenziale von KI für die Diagnostik oder auch für die Nutzung von KI im ganz praktischen Versorgungsalltag. Angefangen von KI-gestützten Robotern, die den Alltag in Kliniken und Pflegeeinrichtungen besser managen, bis hin zu generativen KI-Modellen, die aus unzähligen unstrukturierten Gesundheitsdaten, die für einen Patienten in den diversen IT-Systemen vorliegen, eine wirklich strukturierte Patientenübersicht erstellen können, die dann dem Arzt eine schnellere und gezieltere Anamnese ermöglichen. Ja, aber viele von diesen Potenzialen werden gerade insbesondere in den Ländern um uns herum gehoben, aber eben gerade nicht in Deutschland. Und genau das muss sich dringend ändern. Daher werden wir in diesem Jahr drei entscheidende Gesetze auf den Tisch legen. Erstens ein Digitalgesetz, was die Digitalisierung endlich in den Versorgungsalltag bringen wird. Wir brauchen eine elektronische Patientenakte, die flächendeckend einsetzbar ist. Wir brauchen endlich ein elektronisches Rezept, denn das ist der Schlüssel für ein intelligentes Medikationsmanagement. Zweitens werden wir ein Gesetz vorlegen, mit dem wir die Gematik zur Digitalagentur weiterentwickeln. Und drittens kommt das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz wird die heute in unzähligen Silos vorhandenen Gesundheitsdaten endlich zu Forschungszwecken nutzbar machen und sicherstellen, dass damit KI-Anwendungen auf Basis von Gesundheitsdaten getestet und trainiert werden können.
und wir so endlich nicht mehr abhängig sind von ausländischen Gesundheitsdaten. KI bietet enorme Chancen in der Medizin. Und jetzt gilt es, genau diese Chancen zu nutzen. Also packen wir es an. Ja, packen wir es an. War doch mal eine klare Botschaft und wie gesagt eine wunderbare Grundlage für das nun folgende Panel, welches von Sabrina moderiert wird. Sie ist eine sehr erfahrene Moderatorin und Journalistin und in wirklich vielen Themen zu Hause. Ob Medizin, Nachhaltigkeit, Mobilität und Quanten-KI, das hast du nur so dazu geschrieben, oder? Ich weiß nicht mal bei KI Bescheid, du weißt bei Quanten-KI Bescheid. Ah, okay, sie kann gute Fragen zu Quanten-KI stellen. Nein, ich weiß, dass wenn sie sich einarbeitet, ja, also geben Sie Sabrina ein Thema vor, dann taucht sie da ganz tief ein und weiß meist noch mehr als ihre Gäste. Aber das ist natürlich eine gute Basis, um die richtigen Fragen zu stellen und ein guter Gesprächspartner zu sein. Bis 2021 war sie auf dem Gesundheitssender Health TV zu sehen. Und nun moderiert sie schon im dritten Jahr auch wieder hier bei unserem wunderbaren Wirtschaftsgipfel das Gesundheitspanel. Im letzten Jahr noch sprach sie über Organe, die aus dem 3D-Drucker kommen können. Wie war die Antwort? Ja, ne? Es ging irgendwie. Oder? Also irgendwann mal. In Teilen zumindest war das. Komm doch schon mal hoch, komm. Ja. Kriegst deinen Applaus und können wir hier weiterreden. Das ist sie. Wir haben uns farblich wochenlang aufeinander abgestimmt. Wir haben total und dafür genett, entschieden. Fotos hin und her gesandt und sind auf diese Kombination gekommen. Wie war das mit den Organen? Ging das oder nicht? Ja, das ging in Teilen, soweit ich mich erinnern kann, damals. Ja. Also es wurden schon Mini-Herzen und so weiter gezüchtet und natürlich auch andere. Aber es war noch nicht, sage ich mal, im Hier und Jetzt komplett angekommen. Aber es war schon auf dem Sprung praktisch tatsächlich in die Realität. Und diesmal sind wir eher bei so Themen wie künstliche Empathie oder wir haben es auch eben gerade schon gehört, Robotik. Fliege. Roboter. Ja, komm ja auch. Er hängt noch ein bisschen den Kopf gerade, unser Kleiner hier. Aber eigentlich dein Thema. Aber er ist ja auch kein Pflegeroboter. Ja? Also, aber er kommt vielleicht ja noch an den Start heute. Ich war jedenfalls sehr, sehr dankbar, dass Dr. Susanne Otsigowski uns da schon mit eingeführt hat in die Digitalisierungsstrategie des Bundesgesundheitsministeriums. Denn darauf wollen wir alle einer Weitung zum Trotz nicht dezidiert zu sprechen kommen. Abgehakt. Weil Digitalgesetz und Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das sind natürlich spannende Themen, die uns hier in Deutschland, das deutsche Gesundheitswesen, hoffentlich jetzt nach vorne bringen. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt ein bisschen verlieren in der elektronischen Patientenakte, in der Gematik, in warum sind wir hier Deutschland tempomäßig bei der Digitalisierung auch im Gesundheitswesen so hinterher, denn wir wollen heute gerne ein bisschen einerseits den Ernst der Lage aufgreifen, aber dann so ein bisschen auch konkret werden tatsächlich. Das finde ich gut. Ich bin immer fürs Konkrete und das ist ja auch ein Kriterium dieses Wirtschaftsgipfels. Nicht nur drüber labern, sondern auch Lösungen finden. Also jedenfalls haben wir es in jedem Panel versucht und ich bin mir sicher, in deinem werden wir es jetzt schaffen. Ich muss die Lösung ja auch nicht finden, ich darf wieder nur die Fragen stellen. Und dafür sind ja meine Experten und Expertinnen dann zuständig. In dem Fall würde ich mich jetzt mal absentieren und die Experten hier auf die Bühne lassen. Wunderbar, schön, ich danke dir für den schönen Einstieg. Panel. Dankeschön, Sabrina Staubitz. Und damit, Dankeschön. Nochmal herzlich willkommen alle hier im Saal und natürlich auch zu Hause. Ja, ich habe gerade vom Ernst der Lage gesprochen und das ist auch tatsächlich so. Schon jetzt gibt es eine Versorgungslücke bei Fachkräften im Gesundheitswesen, die liegt so um die 7% und das ist schon spürbar. Wenn wir aber Prognosen Glauben schenken wollen, die besagen, dass bis ins Jahr 2035, und das geht schnell, eine Versorgungslücke von 1,8 Millionen Fachkräften hier in Deutschland entstehen kann und das sind immerhin 35%, dann wagen wir uns gar nicht vorzustellen, was das eben mit unserer Gesundheitsversorgung tatsächlich macht. Also wir wollen heute uns diesen Ernst der Lage angucken. Wir wollen gucken, wie transportiert sich das teilweise schon jetzt und hier und heute im Arbeitsalltag, wie wird es dann noch werden. Aber wir wollen auch versuchen, eben Lösungen zu finden. Lösungen, die menschliche Fachkräfte natürlich nicht außen vor lassen bei aller Technologie, aber natürlich auch technologische Lösungen, sei es als Support oder vielleicht auch als Ersatz. Ich glaube, da werden die Meinungen hier im Panel auch teilweise ein bisschen auseinandergehen, aber das finde ich ja wunderbar, wenn wir auch richtig hier in die Diskussion kommen. Und bevor ich jetzt hier allein weiter spreche, werde ich gleich alle Teilnehmenden mit auf die Bühne holen. Aber zwei schlechte Nachrichten habe ich dahingehend. Also alle, die sich jetzt auf Dr. Carsten Fischer gefreut haben, der musste leider krankheitsbedingt
absagen und wir wünschen wirklich gute Genesung, schnelle Genesung. Und dann besonders traurig, noch heute Morgen hat Nadja Will, Expertin für Brustgesundheit und Krebskommunikation, absagen müssen, weil es einen Todesfall in der Familie gibt. Das darf ich, glaube ich, sagen. Und wir alle haben Verständnis natürlich, dass sie da heute nicht auf dem Panel stehen kann. Und da senden wir einfach wirklich unsere herzliche Anteilnahme an Sie weiter. Gut, und wir haben alles ein bisschen umgestrickt jetzt heute noch. Dafür gleich ein besonderes Dankeschön an unseren neuen Gast. Und ich rufe jetzt einfach meine alphabetische Reihenfolge zu mir. Professor David Matusiewicz, außerdem Ramona Rieger und Dr. Daniel Schwarzenberger und Dr. Christian Weißenberger. Wir setzen uns einfach alle mal und dann stelle ich Sie alle noch mal weiter vor. Aber ein Applaus zum Einstieg ist doch schon ganz schön. Hallo. Ich darf vorab sagen, auch wenn ich Sie jetzt so förmlich vorstelle, wir haben uns aufs Du geeinigt noch im Vorfeld. Ich rutsche hier so ein bisschen rum, sonst muss ich teilweise so ein bisschen an euch vorbeigucken. Also Professor David Matusiewicz, Dekan und Institutsdirektor für Gesundheit an der FOM, Hochschule für Ökonomie und Management, außerdem Founder und CEO der DXM Group. Ich habe gehört, das hat auch was mit deinen Initialen natürlich zu tun, wenn man mitdenkt. Und da geht es darum, dass du technologiegetriebene Startups im Gesundheitswesen unterstützt und förderst. Außerdem ist er eine der bekanntesten aktuellen Stimmen zum Thema digitale Gesundheit. Schön, dass du da bist. Danke, freue mich hier zu sein. Immer so ein kleiner Zwischenapplaus, wär wunderbar. Besonders auch für Ramona Rieger. Du bist jetzt wirklich eingesprungen gerade für Nadja Will. Du bist gelernte GKP, da musste ich auch erst noch mal kurz nachgucken. Gesundheits- und Krankenpflegerin, du hast das 11 Jahre gemacht, diesen Job. Hast ja auch noch Leadership im Gesundheitswesen zusätzlich draufgepackt, arbeitest jetzt aktuell als Model und Moderatorin, also als Kollegin. Es war aber nicht der Glamour-Faktor, der dich dazu bewogen hat, sondern es war wirklich die Härte des Jobs. Mhm. So viel darf ich, glaube ich, schon vorweg sagen und darüber wirst du uns auch gleich noch berichten. Genau. Außerdem Dr. Daniel Schwarzenberger, Sportökonom sowie Autor und Dozent im Fitness- und Gesundheitsbereich. Du kennst wirklich Theorie und Praxis von beiden Seiten. Du hast 10 Jahre lang ein Fitnessstudio auch geleitet. Ich würde sagen, man sieht das auch noch ein bisschen, aber ich weiß gar nicht, ob man das noch sagen darf, umgekehrt. Also Ländern physische Komplimente zu machen. Und du entwickelst aktuell im Rahmen einer Vertretungsprofessur in der Europäischen Fernhochschule Hamburg einen neuen Studiengang im Bereich Gesundheitsmanagement. Ja, wunderbar. Und dann, Bettina hat es ja schon gesagt, unser Stammgast hier auf dem Panel, Dr. Christian Weißenberger, Facharzt für Strahlentherapie und Palliativmedizin und außerdem Inhaber des Zentrums für Strahlentherapie in Freiburg. Letztes Jahr, wie gesagt, zugeschaltet noch auf dem Screen wegen Corona und dieses Jahr Gott sei Dank wieder in Fleisch und Blut. Allerdings muss man sagen, im Schweiße deines Angesichtes, weil du wirklich, ich weiß nicht, was unsere Zuschauer im Vorfeld gerade noch mitbekommen haben, bis zuletzt an deinem Mitgast rumgeschraubt hast. Ne? Aber er schläft. Er hängt noch ein bisschen. Ne? Also. Er hängt noch durch. Also er hat natürlich das ausgelöst, was man so ein bisschen nennt, mehr Transpiration als Inspiration. Und er wollte tatsächlich nicht anspringen. Und ich habe ihn jetzt da rumgeschleppt und einmal quer durch die Bundesrepublik gefahren. Das Ding ist eigentlich von der Radiologie der Universitätsklinik in Basel, von den Schweizern. Sprich, ich habe den erstmal über den Zoll geschmuggelt. Du hast ihn so klein gefaltet, dass er das wahrscheinlich nicht vertragen hat, ja? Also im Kofferraum. Der hat so einen richtigen Sarkophag, der reißt in so einem Riesenteil. Aber die Basler haben ihn auch schon einfach auf den Beifahrersitz gesetzt und angeschnallt. Ich wollte ihm eigentlich noch einen Hut aufsetzen. Also wir gucken mal, vielleicht da rappelt er sich. Vielleicht redet da plötzlich los. Na gut. Also in Basel nervt er alle, indem er immer alle anspricht. Also jedenfalls schön, dass ihr alle da seid, auch das Pepper heißt ja, dieses Modell dabei ist. Wir kommen sicher darauf noch zu sprechen. Und ich würde gerne noch mal, damit wir jetzt nicht die Botschaft von Frau Dr. Ozygowski und die Digitalisierungsstrategie so völlig außen vor lassen, dir, David, noch eine Frage stellen als Digital-Guru
im Thema Gesundheit, kannst du das ja sicher auf Zuruf einfach uns eine Einschätzung geben. Also wenn das jetzt alles greifen würde mit Digitalgesetz und so weiter, ja, also mit Erleichterung bei Dokumentation, mit Medikamentationsallokation und mit Unterstützung in jeglicher Hinsicht, was würde das denn als wirklich greifbares Plus in Zeit und in Manpower für die Fachkräfte bringen? Ja, sehr viel. Auf der einen Seite bin ich etwas ernüchtert, weil das Thema elektronische Patientenakte, das ist schon 20 Jahre alt. Vor 20 Jahren hat Karl Lauterbach unter Ulla Schmidt das Thema auf die Agenda gebracht. Seitdem sind 2 Milliarden Euro verbrannt worden, 20 Jahre diskutiert worden. Von daher so politische Versprechungen, Strategiepapiere hat man genug. Also das ist toll. Aber was bringt es uns Menschen? Ich komme immer aus meiner Position als Patient, Angehöriger. Was bringt es mir in der Versorgungsrealität? Und das sehr viel, weil heute ist es noch so, dass ich habe meine aktuelle Kolumne im DUB Unternehmermagazin geschrieben, solange wir CD-ROMs mit dem Taxi von Klinik A zu Klinik B fahren, brauchen wir über Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht sprechen. Und das ist die Realität. Ich gehe zum Arzt, kriege eine CD-ROM. Und warte darauf, bis es gebrannt wird. Meine Studenten wissen noch nicht mal, was Brennen einer CD bedeutet. Und dann gehe ich zu meinem Hausarzt und der hat kein Laufwerk oder sagt, da könnten Viren drauf sein. Und der hat noch einen Fax vielleicht. Genau, ein Faxgerät aus 1800 irgendwas oder 1900. Und Nadeldrucker haben die noch und alles. Aber das ist alles schön gut. Aber das Problem ist, ich als Patient habe heute einen Aktenordner, wenn ich älter bin, wo meine ganzen Dinge drin sind. Die muss ich immer mitschleppen. Mein Impfausweis, den gelben, meine Röntgenbilder aus dem Schrank und so. Das ist ja die Realität und das würde das schon mal helfen, wenn das alles in einem Dateiordner wäre. Und es gibt im Gesundheitswesen 300 Dateiformate. Das ist ein Problem, aber ich habe lieber alles in einem Ordner, wo man suchen kann, aber es ist zumindest in einem Ordner digital. Und heute ist es zerstreut in ganz viel Papier. Also das hast du jetzt schön nochmal runtergebracht mit der elektronischen Patientenakte, aber kannst du das nochmal umrechnen sozusagen, wenn diese Zeit, die da auch verloren geht, ja, mit dem Hin- und Herfahren der CD-ROMs, mit dem Eingeben nochmal in andere Systeme und so weiter, kann man da so, ja, also ist natürlich sehr in die Kristallkugel geguckt, aber eine Zahl festmachen, da hätten wir so und so viel. Ja, kann man tatsächlich, der Marburger Bund hat das für die Pflege errechnet mal, das wären, wir hätten in Deutschland mehrere hunderttausend mehr Pflegekräfte, wenn wir 30-40% heutige Bürokratie runterfahren würden. Und dadurch hätten wir so und so viel mehr Manpower, Womenpower für Patienten, genauso bei Ärzten. Also wenn wir von 30% Bürokratie ausgehen, das ist eine gängige Zahl im Gesundheitswesen, und die durch Digitalisierung runterfahren, und es gibt heute Sprachmodelle und Ähnliches, wo ich nicht mehr dokumentieren muss, tippen muss, dann hätten wir auch Zehntausende, Hunderttausende mehr Menschen zur Versorgung. Und das ist, glaube ich, schon eine tolle Botschaft. Die wir ja dringend nötig hätten, ne? Also insofern hoffen wir, dass dieses Gesetzesvorhaben auch wirklich so greift, wie es soll. Christian, wir wollen ja so ein bisschen, wie gesagt, auf den Ernst der Lage nochmal aufgreifen. Ich habe es ja gesagt, 1,8 Millionen Fachkräfte könnten fehlen bis 2035. Aber auch jetzt ist es ja teilweise im Arbeitsalltag schon spürbar. Und da sind es ja erst diese 7% und nicht die dann 35. Was, wenn überhaupt, spürst du denn jetzt schon in deinem Arbeitsalltag an diesem Run auf die Fachkräfte? Und was stellst du dir vor, wenn wir jetzt eben nicht gegensteuern entsprechend, was dann los wäre? Ja, was los wäre, lässt sich kurz zusammenfassen. Wir können die Versorgung der Patienten und Patientinnen nicht mehr sicherstellen. Das ist genau das Problem. Weil wir hoffen natürlich, dass wir mit der Digitalisierung, die ja so schleppend vorankommt, eben tatsächlich Arbeitskräfte einsparen können. Aber wir sind auch realistisch, dass gerade im Bereich der Pflege natürlich sehr viele Tätigkeiten einfach eine Person verlangen. Und deshalb wird es einfach diesen Bedarf geben. Und was ich bei mir natürlich in der Praxis feststelle, als ich vor 11 Jahren angefangen habe, als ich damals Medizinphysiker gesucht habe, habe ich nichts gehabt. Als ich damals MTRAs, die jetzt MTRs heißen, also die Radiologieassistenten, da hatte ich damals schon nichts, heute weniger als nichts. Damals hatte ich immerhin noch 5 Waschkörbe für MFAs, also medizinische Fachangestellte, Sprechstundenhilfe ganz früher mal genannt. Da waren es 5, jetzt habe ich beim vorletzten Mal noch 5 Kandidaten gehabt, von denen 2 sehr gut waren und beim allerletzten Mal 0. Man muss vielleicht auch nochmal sagen, wie krass das ist, weil du hast Vorgaben. Du kannst deine höchsttechnischen Geräte natürlich nur teilweise, ja, also anbieten, weil da eine bestimmte Manpower dabei sein muss. Ich bin von der Strahlenschutzverordnung gehalten, eine gewisse Anzahl von Ärzten, Physikern und den MTRs vorzuhalten, den medizinischen, also Technologen, wie sie neuerdings heißen, die am Gerät arbeiten. Und die sagen mir genau, was ich brauche. Und alle 3 Berufsgruppen kriege ich am Markt nicht. Da gibt es auch schon fiese Konkurrenzangebote, habe ich gehört. Also da ist einiges geboten. Die sind kreativ. Also ich bin ja in Freiburg, meine Praxis ist dort am Diakoniekrankenhaus.
Und das ist ein ganz tolles Haus, sehr patientenfreundlich und immer wieder ausgezeichnet für Mitarbeiterfreundlichkeit. Also eines der freundlichsten, mitarbeiterfreundlichsten Einrichtungen in ganz Deutschland. Aber ein Konkurrenzkrankenhaus hat direkt gegenüber in der Straße eine riesengroße Werbekampagne an der Bushaltestelle gestartet, wo sie sagen, jede Pflegekraft, jeder Physiotherapeut und auch vom Laborpersonal, wenn jemand zu diesem Krankenhaus wechselt, das ist auch in der Nähe von Freiburg, gibt es 4.000 Euro direkt auf die Hand plus ein E-Smart obendrauf. Ich habe mich natürlich gefragt, na, was passiert denn mit dem Personal, was schon besteht? Fragen die jetzt alle nach dem E-Smart und den 4.000 Euro nach? Kann man ja nicht verdenken. Ja? Oder müssen die warten, bis das Diakoniekrankenhaus ebenfalls denen vor die Nase eine solche Werbesäule setzt? Aber der Kampf ist komplett entbrochen. Ausgebrochen. Das ist dann teilweise wirklich so, bestehende Pflegekräfte gehen raus und lassen sich über Zeitarbeitsfirmen wieder einstellen, weil sie da viel besser verdienen. Ramona, also du hast insgesamt 11 Jahre waren es, glaube genau, ich, an erster Front praktisch gearbeitet. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie du es erlebt hast? Da, wie gesagt, war ja der Druck auch schon groß. Ja. Du magst dir wahrscheinlich kaum vorstellen, wie es dann wäre, wenn noch weniger Menschen vor Ort wären. Wobei ich weiß es nicht, hätte dich jetzt der E-Smart und die höhere Bezahlung noch gehalten? Es ist schwierig. Bis vor 2 Jahren hast du gearbeitet. Genau, ja. Also es ist tatsächlich genau dieser Punkt, den ihr schon angesprochen habt. Es wird eigentlich viel zu viel Arbeit von anderen Stellen an die Krankenschwester, die jeder kennt, abgewälzt, kann man sagen. Egal, ob es jetzt Bürokratie ist. Ich meine, Dokumente kopieren oder suchen, wenn der Patient dann wiederkommt und zum 5. Mal jetzt im Monat da ist und ja, aber wo ist denn jetzt die Patientenverfügung? Ja, die ist doch schon eingescannt. Ja, aber wir finden sie nicht. Wer macht das? Es macht die Krankenschwester. Wer fährt das leere Bett runter zum Reinigen? Es macht die Krankenschwester. Und genau für sowas fände ich es eine Bereicherung, wenn wir irgendwo es schaffen würden, mit Digitalisierung dahin zu kommen, dass die Krankenschwester eigentlich den Ursprung ihres Jobs wieder aufnehmen kann. Und das ist eben die Pflege eines kranken Menschen. Und da bin ich vielleicht auch anderer Meinung wie manche andere Menschen, weil das ist tatsächlich was, wo ich sage, das kann man nicht. Das kann man auch nicht mit künstlicher Intelligenz, weil da braucht es einfach einen Menschen, da braucht es emotionale Intelligenz. Und ich habe lange in der Onkologie gearbeitet. Und gerade da habe ich gemerkt, dass es super wichtig ist, sich einfach mal an das Bett zu stellen oder auch hinzusetzen, jemanden in der Hand zu halten und einfach mal nichts zu sagen. Einfach nur die Zeit zu haben, dass jemand einfach da ist. Und das können wir nicht mehr. Ich habe es zu dir im Vorfeld mal kurz gesagt, also wir Menschen wurden eigentlich zu Robotern erzogen in diesem Beruf. Also wir kriegen immer wieder gesagt, ja, du bist nicht da, um zu reden. Du bist da, um zu arbeiten. Was heißt arbeiten, um das nochmal zu sagen? Das muss man vielleicht auch einmal ganz kurz erzählen, wie so ein Arbeitsalltag aussieht, weil ich konnte es auch kaum glauben, als du es gesagt hast. Ja, arbeiten, wenn man es insofern noch Arbeit nennen kann. Also es ist tatsächlich so, dass es so weit geht, dass man sich fragen muss, wenn man überhaupt daran denkt, kann ich es mir leisten, jetzt kurz irgendwo eine Scheibe Brot mir zu schnappen und einmal abzubeißen oder gehe ich lieber einmal auf Toilette und das sind 8 Stunden Arbeit? Und ich frage mich dann da tatsächlich, wenn es mir persönlich nicht mehr gut geht, weil du jeden Tag an deine körperliche und auch an deine psychische Grenze natürlich gehst, wie kann ich andere Menschen gesund pflegen? Wie kann ich denen erklären, wenn du das so machst, achte doch mal darauf, dann wird es dir da vielleicht besser gehen, wenn ich selber eigentlich die Kraft gar nicht mehr herbekomme, weil du keine einzige Minute für dich selber hast. Du hast generell 2 Telefone einstecken, die permanent am Klingeln sind. Du hast Patienten, die immer alarmieren. Ich meine, wann ist denn schon ein junger, fitter Mensch im Krankenhaus, der dann keine Hilfe braucht? Das ist heutzutage eigentlich, das sind vielleicht 10%. Wir kommen ja vielleicht nochmal im Anschluss dann auch auf die Technologien, die es tatsächlich gibt oder geben könnte, um eben genau wieder mehr Zeit am Patienten oder für dich selbst sozusagen, ja, um eben nicht in den Burnout zu gehen, was dann eben möglich wäre. Daniel, wie viel Sorgen machst du dir denn oder wie proaktiv wirst du, um deinen Part dazu beizutragen? Wenn ich das höre, große Sorge. Ich schaue ja auf unser Panel und wir sprechen von Gesundheitswesen. Wir haben jetzt in den letzten 10 Minuten über Krankheit gesprochen. Also auch, es gibt immer noch diese klassische Krankenkasse. Wenn ich mir auch die Zahlen anschaue, die nicht bestätigt sind, dass an einem Tag für präventive Maßnahmen, also so viel, also an einem Tag Rehabilitation so viel ausgegeben wird wie ein ganzes Jahr für präventive Maßnahmen. Und dann frage ich mich, ich komme aus der anderen Schiene. Ich will Gesundheit erhalten. Ich möchte gar nicht, dass so viele Menschen
dann ja, uns brauchen, ja, Pflegekräfte. Gut, alt werden wir alle, aber wie wir krank werden oder wie wir alt richtig, werden, das haben wir noch mal teilweise zumindest im Griff. Haben wir auch selbst in der Hand, das wissen wir. Ich meine, Digitalisierung, ja, können wir sagen, 40 Jahre, Mensch, 3 Millionen Jahre, der in der Entwicklung sich befindet. Und ich selbst komme aus der Sporttrainingswissenschaft und da sehen wir natürlich schon, es spielt Bewegung eine Rolle. Man macht sich Gedanken über, was kann ich denn vorbeugend für mich tun? Wie kann ich denn Freude entwickeln in meiner Arbeit oder auch, wie kann ich nach einer schweren Arbeit? Ich meine, wir werden nie darum kommen, dass wir Pflege, also Menschen brauchen, die in der Pflege arbeiten, aber dass die dem auch standhalten können. Du hast gerade angesprochen, Stress, Burnout, wenn wir die Zahlen betrachten, psychische Erkrankungen sind auf Platz 2 nach den orthopädischen inzwischen. Es ist so der neue Rückenschmerz, ja, der da ist, und das kostet einerseits Geld, aber auch Ausfall. Und meine Frage ist, wenn du jetzt dann weg bist, Ramona, wer kommt nach? Ja? Oder andersrum, wir haben die 8-Stunden-Schicht und jetzt melden sich 2 krank, jetzt müssen es die anderen ja wieder auffangen. Ja. Und das ist dann so ein Rattenschwanz, der daraus wird. Hm. Wobei jetzt die Pflegekraft wahrscheinlich auch keine Kraft mehr zum Fitnessstudio hätte jetzt im Anschluss. Ja. Also da muss es dann vorher schon mal greifen. Aber der Ansatz ist natürlich vollkommen richtig, eher in die Prävention zu gehen, als dann nachher sozusagen mit den Konsequenzen zu arbeiten. David, du wolltest dazu auch noch. Ja, sie muss gar nicht ins Fitnessstudio gehen, sie ist ja jeden Tag Gewichtheberin, wenn sie am Krankenbett. Also ich glaube, da andere Dinge eher so, weiß ich, Richtung mentale Gesundheit und solche Dinge. Aber es gibt Studien vom BKK-Dachverband, dass 30% der Menschen, der Pfleger, es gar nicht bis zur Rente schaffen, weil die vorher schon aussteigen, psychisch oder körperlich. Also von daher, da geht es wirklich um, eigentlich ist die Pflege die perfekte Disziplin für BGM, für Prävention und so weiter, weil die extrem belastet ist. Aber ich wollte noch sagen, ich sehe Medizin oder Gesundheit so heute in 4 Säulen. Das eine ist Gesundheitsförderung, da geht es gar nicht um Krankheit, da geht es darum, fit sein, Sport und so weiter. Also ich denke jetzt gar nicht. Dann Prävention, ich will jetzt gar nicht krank werden. Dann Medizin, wenn ich schon krank bin, Symptome habe. Und dann gibt es noch für mich Optimierung. Das heißt, ich muss leistungsfähiger, kräftiger sein, also einfach, wie wir es uns heute dopen, in Anführungsstrichen, in Sport sowieso früher. Aber Leistungsfähigkeit steigern. Was war denn das für ein Hinweis? Dopen? Nein. Sport. Natürlich ist der Sport dafür ein bisschen bekannt, dass die Sportler noch über ihre biologischen Grenzen gehen wollen. Und heute kann ich das mit Otto-Bock-Prothesen, mit allen möglichen Dingen, Substanzen, alles Mögliche, natürlich da nutzen. So in den Paralympics gab es zum Beispiel Sportler, die Prothesen hatten, und da haben die gesunden Sportler einen Prothesenneid entwickelt, so hieß der Begriff, weil sie mit den Prothesen schneller laufen konnten als die gesunden. Das ist eben Optimierung. Aber gut, das ist ein ganz anderes Feld, da wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte nur sagen, dieses Thema Gesundheitsförderung, Prävention ist tatsächlich sehr, sehr interessant, weil ich beschäftige mich so ein bisschen derzeit mit dem Thema Longevity, also Langlebigkeit. Wie können wir lange leben, lange unter Gesundheit leben? Also einige wollen gar nicht sehr lange leben. Ich habe letztes Mal mit einem Arzt gesprochen, der meinte, es ist heute schon so, dass wir über 100 werden, wenn wir heute geboren werden. Ne? Aber es ist möglich, in ein paar Jahren, dass wir 130, 150 Jahre alt werden, aufgrund der Exponentialität der Technik, also Gerätemedizin, die uns irgendwie länger noch erhalten bleibt, Medikation. Krebs wird eine chronische Erkrankung werden, wie Diabetes heute. Weil auch da Impfung oder so weiter, neue Targeted Therapies. Genau, alle möglichen Technologien, Medikamente und so werden dafür führen, dass wir nochmal einen großen Sprung nach vorne machen. So. Aber es geht ja darum, unter Gesundheit gesund zu sein. Und wenn man sich eben Bewegung zum Beispiel anschaut, ist, wenn Bewegung ein Medikament wäre, wäre es das am meisten verschriebene Medikament weltweit. Weil es gibt da Nobelpreisstudien zu, die sagen, wenn ich mich bewege, schützt das meine Telomere, es entsteht kein Krebs und so weiter. Und man kann sich das vorstellen, wir haben alle so diese ganzen Antennen, Gene und ähnliches, die so in Telomere, und die verschleißen im Laufe des Lebens, wie so ein Schnürsenkel, dieses Plastik. Und wenn das irgendwann brüchig wird, bricht, entsteht Krebs, dann sind wir bei ihm. Und durch Bewegung habe ich so eine Schutzschicht darum. Also es gibt Onkologen heute, die Apps nutzen, damit die Leute sich bewegen. Die kriegen dann für Fenster putzen, Autofahren, Staubsaugen, Punkte, so wie Weight Watchers. Und in der Krebsbehandlung, da muss man sich vorstellen, dass man keine, nicht nur die klassischen Behandlungen hat, sondern vor allem selbst was für seine Gesundheit tun kann mit Bewegung. Und das wird dann einfach so ein bisschen getrackt über Uhren oder sonst was. Und das sind tolle Messages, dass ich was selber tun kann. Ja, darauf kommen wir entweder jetzt oder auch später nochmal zu sprechen, dass ja auch digitale Gesundheitsanwendungen und Apps und so weiter super hilfreich und unterstützend sein können, ja, eben in der Begleitung von Krebserkrankungen, von anderen Erkrankungen oder auch um uns gesund zu halten, weil da wirklich erstaunliche Sachen möglich sind mittlerweile. Wolltest du dazu noch schon was sagen? Weil ja, tatsächlich so, dass ganz viel geforscht wird zu dem Thema Krebs und Sport und Bewegung.
Professor Baumann in Köln an der Sporthochschule hat das in Deutschland federführend. Und es gibt jedes Jahr beim Deutschen Krebskongress zwei große Sessions, die sich allein damit beschäftigen. Und es ist halt tatsächlich gezeigt, dass man durch Sport und Bewegung A, Krebs vermeiden kann. Dass man natürlich, wenn man gestärkt ist, eine Chemotherapie besser verträgt. Und gleichzeitig die Rezidivwahrscheinlichkeit, sprich die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor wiederkommt, geringer ist, wenn jemand Sport und Bewegung betreibt. Das ist gesichert. Was in der Onkologie immer weniger gesichert ist, ist die Frage, ob Ernährung eine Rolle spielt oder nicht, oder ob man mit der Ernährung einen Krebs vermeiden kann. Das sind alles ganz weiche Daten. Aber die Daten zu Sport und Bewegung, die sind hart. Ja. Gut, also da muss ich mir das Tortenstück doch nicht verkneifen unbedingt. Das ist die gute Message dabei. Wobei, ich saß so viel am Laptop kürzlich. Also meine Telomere haben sich ganz sicher nicht ins Positive verändert. Das muss ich dringend ändern. Und wir müssen auch wieder, oder wir wollen gerne auf die Fachkräfte natürlich auch wieder zurückkommen. Einmal noch ganz kurz auf die menschlichen, um dann auf technologische Entwicklungen eingehen zu können. Es gibt ja Fachkräfte, die auch für ihren Beruf brennen. Ich glaube, viele, die überhaupt in die Pflege gehen, die machen das ja aus wirklich einem Herzensimpuls heraus und nicht, weil es irgendwie gerade so ein sexy Job ist. Was gibt es an, zum einen vielleicht nochmal du, Daniel, an innovativen Recruitings-Initiativen auch, um junge Menschen, die dafür sich interessieren, ranzuholen. Ja, ich meine, okay, du bildest ja zum einen auch aus durch einen Bachelorstudiengang, da kannst du auch noch was von erzählen, aber was gibt es auch an Recruiting, damit es wieder für die Leute attraktiv wird? Ja, also wir betrachten Fachkräfte im Allgemeinen, also im Gesundheitswesen, das ist auch die Physiotherapie. Ja? Also Physiotherapeuten sind ja auch Fachkräfte im Gesundheitswesen. Wir schauen Sportwissenschaftler an, wo kommen die unter nach ihrem Studium? Und was du schon angesprochen hast, wie müssen die denn ausgebildet werden? Ist das, was wir vor 40 Jahren noch im Curriculum hatten, heute noch aktuell? Und unter dem Hashtag Digitalisierung, auch da müssen wir umdenken. Das muss verpflichtender werden, auch für die Studierenden, weil es eben auf der Tagesordnung ist. Wir sind immer so hinten dran, ja, immer dieses Phänomen, und dann agieren wir darauf hin. Keiner weiß, wie in 10 Jahren wie Pepper dann uns helfen wird und wo vor allem. Aber ja, nichts auszuschließen und immer dieses eher Miteinander und auch Ernährung, Bewegung, Regeneration miteinander in einen Topf bringen und ja, auch angesprochen, Forschung, ganz, ganz wichtig. Ja. Vielleicht noch mal kurz an dich, David, wenn es jetzt darum geht, eben Qualifikation, woher weiß ich denn, wenn ich jetzt Studierende ausbilde, ja, was die Qualifikationen in 5 oder 10 Jahren sein werden. Du hast ja auch keine Kristallkugel. Nee, das wissen wir nicht. Das können wir ehrlicherweise nicht sagen. Eigentlich ist das gut für uns, weil die können immer in 3 Jahren wieder neu anfangen, neuen Studiengang machen und sich dauernd lebenslanges Lernen, dann 20 Studiengänge bei uns machen. Aber das wissen wir nicht. Also wir haben auch so Studiengänge. Einer heißt Pflege und Digitalisierung zusammen mit der Uniklinik in Essen. Das heißt, die jungen Leute machen ganz normal Krankenpflege am Bett und abends studieren bei uns Digitaltechnologien, wie sie die Arbeit am Bett vernünftig machen können, weil sie eben entlastet werden. Ne? Und das eine ist, wie wir gerade darüber gesprochen haben, dieser ganze Papierkrieg. Das andere sind aber pflegenahe Tätigkeiten. Heute können solche Peppers tatsächlich eben helfen. Und ich kenne die Firma, die den baut. Und einer der Hauptschwerpunkte in den Hotels und so weiter ist Service-Robotik in der Pflege. Das heißt, es gibt den noch mit so Tabletts wie oben oder unten, die da rumfahren, die dann eben, ein Drittel ist wie gesagt Bürokratie, ein Drittel der Pflege ist pflegenahe Tätigkeiten heißt das. Das heißt, Wäschesäcke, die 7 Kilo wiegen, von A nach B fahren, Essen bringen, Pill-Reminder, nimm die Pille, nimm noch ein Glas Wasser dazu, bestellten Tee, einer holten Tee, so diese Dinge. Das kann so ein Pepper oder die Kollegen von dem heute jetzt schon. Ne? Und deshalb gibt es heute gute Möglichkeiten, 2 Drittel der Pflege weg zu delegieren an solche Geschichten, damit 1 Drittel der Pflege wirklich dann Zeit für den Menschen braucht. Und nochmal auf die Frage zu, wir wissen es nicht. Deshalb lehre ich zum Beispiel meinen Folien. Ich habe mein Konzept komplett umgestellt. Früher habe ich Folien gemacht, immer PowerPoint, ne? Und da habe ich mich irgendwann selber gelangweilt, weil ich das nicht mehr mich selber hören konnte, den gleichen Witzen an der gleichen Stelle. Und man hat jetzt nur noch so Frameworks, nenne ich das, also so Schablonen. Was sind exponentielle Technologien, KI, Robotik, Blockchain, wie verändert sich die Welt, damit die Leute so einen Überblick haben. Und gibt es nicht sogar KI-basierte Medizinerausbildungen teilweise? Nee, eben nicht. Also leider ist die Medizinerausbildung seit ich weiß nicht wie vielen, wahrscheinlich seit 100 Jahren einfach nur Kreuze setzen
Und das hat sich ja nicht geändert. Ne? Die lernt das auswendig. War eine Idee von dir, weil ich fand die Idee also überzeugend, dass man teilweise schon, also mit unter Einbindung eben, auch so, so Stresssituationen testen könnte, zum Beispiel Arzt-Patienten-Gespräche oder so. Also wir haben tolle Dinge, die theoretisch machen. Also wie gesagt, die Medizinausbildung hat sich nicht verändert. Die lernen immer noch Bulimie lernen auswendig, kotzen das hin, kreuzen an und dann werden die Mediziner. Das ist leider so. Aber was heute möglich ist, das ist die andere Seite. Wir haben zum Beispiel an der Uniklinik Essen, haben wir Ärzte avatarisiert. Das heißt, wir haben sie eingescannt, zu Avataren gemacht im virtuellen Raum und haben dann sozusagen Stresssimulationen gemacht. Das heißt, ein demenzkranker Patient greift die gerade an, wie in so einem Game. Und das kann man dann aufnehmen, man kann ihnen das Herz ganz groß ziehen, dann sehen die, wie die Gefäße funktionieren. Und das zeigen Studien auch, dass man einen Faktor X besser lernt, wenn man das sieht, nicht fühlt, aber hört. Es sozusagen immersiv nennt man das. Also ich kann solche Technologien heute nutzen, um ein Krankenzimmer zu simulieren und dann habe ich dann einen Knopf im virtuellen Raum und drehe daran, der Patient wird lila und kann alles Mögliche machen, Leichen sitzen, so diese Dinge. Wie wir es in der Flugindustrie also seit Jahren machen, erst Simulator, bevor ich in der Boeing sitze. Die gleichen Dinge kann man machen, aber das ist so die High-End-Leuchttürme, aber die Realität ist auswendig lernen und eben Praxis, Bürokratie und Häkchen setzen. Jetzt sind wir selbst verschuldet, weil ich das Thema ja KI schon reingebracht habe, schon ein bisschen vorgesprungen, wo wir eigentlich beim Rekrutierungen von den Arbeitskräften von heute und morgen sprechen wollten, aber du wolltest auch gerade noch dazu was sagen. Also die Leiterin vom IMPP, das ist das Institut für medizinische Prüfungsfragen, was uns Ärzte immer die Staatsexamen da sozusagen zusammenbaut, die wollte tatsächlich ganz innovativ gewisse Dinge ändern. Das führte dann lediglich dazu, dass sie ihren Job verloren hat. Also es ist da sehr viel Beharrungsvermögen. Und das, was du berichtest, sind halt immer so Einzelleistungen, einzelne Leuchttürme, die da existieren. Aber das systematisch einzubinden, ist extrem schwierig, weil da ein unglaubliches Beharrungspotenzial ist. Das Medizinstudium ist, wenn man so will, beeinflusst von ganz vielen Faktoren, Eitelkeiten auch und Dingen, Erbhöfen, die sich nicht geändert haben die letzten Jahre. Und wenn da jemand wirklich mal sozusagen so einen neuen Schwung reinbringen will, dann fährt er voll an die Wand. Mhm. So eine Pepper sei noch angemerkt, den hatten die Kollegen in Basel in der Radiologie eigentlich vorgesehen, dass er Patienten empfängt, so ein Hallo sagt und ihnen dann mehr oder weniger den Aufklärungsbogen auch schon mal gibt. Dafür war er schlicht zu doof. Das hat er nicht hingekriegt. Ja. Gut, dass er das jetzt nicht bewusst mitkriegt. Ja? Also wenn er so performt hat wie heute, dann verstehe ich. Ja, genau. Aber wofür er super war, also wenn er nicht so durchhängt wie jetzt auf irgendwelchen Jobbörsen oder Rekrutierungsmessen und die Schweizer, sie an, sie an, die haben auch zunehmend Personalprobleme, habe ich jetzt vorgestern erfahren, da hat er also bestens performt, da hat er also wirklich sein Geld eingespielt. Einfach wegen dem Aufmerksamkeitseffekt, den er hat und die haben sich dann alle für interessiert. Und man muss ja heute wirklich alle Tricks anwenden, hätte ich jetzt beinahe gescherzt, Personal zu rekrutieren. Und das ist ja auch so eine Geschichte, dass viele in der Medizin einfach davor scheuen, neue Wege zu beschreiten, um junge Leute anzusprechen. Und also auch die ausländischen Fachkräfte, sage ich mal, da vielleicht darüber zu gehen, ist ja auch ein Versuch wert natürlich, aber ist auch nicht so einfach, was ich von dir gehört habe. Ich habe 4 sehr gute Kräfte aus Albanien, aber ich möchte hier gar nicht ausbreiten, wie viel Ärger ich hatte, bis die hier arbeiten durften. Bei denen ist die Ausbildung zur medizinisch-technischen Rückenassistenten ein Studium dort, die sind sehr gut ausgebildeter, aber wir haben so viele bürokratische Hemmnisse mittlerweile, das mutiert zum Teil zu einer Posse, die man sich gar nicht vorstellen kann, dass diese Menschen plötzlich mehrfach durch zertifizierte Dolmetscher zertifizierte Heiratsurkunden auch noch mit vorlegen müssen, weil die ja anscheinend in der Qualifikation irgendeine Rolle spielen, die ich mir aber nicht vorstellen kann. Also das ist extrem schwierig und da muss man sagen, wir sind in der Zeit der Globalisierung angewiesen auf gute Leute aus aller Welt und die müssen wir auch wirklich einladen und wenn sie kommen, dann muss es entsprechend unkompliziert sein. Die Schweizer, letzte Bemerkung, die machen das. Wenn die jemanden haben wollen, ist der extrem schnell angenommen, hat alle Papiere und kann dort arbeiten. Gut, wir haben ja gehört, wir können uns alle möglichen Sachen links und rechts irgendwie abgucken. Hierzulande suchen wir uns die besten Sachen raus und setzen sie endlich um. Das wäre ja mal ein schönes Signal. Ramona, nochmal zu dir. Wir sind ja gerade noch so ein bisschen in diesem Themenkomplex. Wie kann man zum einen Leute, die dafür den Job noch brennen, wirklich Fachkräfte unterstützen, entlasten? Was braucht es an dieser Front mit oder ohne eben digitalen Technologien, um diesen Job wieder attraktiver zu machen tatsächlich? Ja, also ich denke, allgemein ist es sehr, sehr schwer, in so einem Thema dann jetzt eine eindimensionale Lösung zu finden. Aber prinzipiell ist es genau das, dass man einfach
die verschiedenen Punkte. Und das kann eigentlich jeder für sich selber, jeder in jedem Beruf weiß für sich selber, wann gehe ich gerne in die Arbeit. Und das ist, wenn ich wertgeschätzt werde. Also ich persönlich war immer, oder das ist mir immer noch wichtig, einfach Respekt. Wenn ich respektiert werde, wenn ich wertgeschätzt werde, egal ob es jetzt von meinen Chefs ist, ob es von den Patienten, von den Angehörigen ist. Und das ist, finde ich, Punkt Nummer eins. Und dann kann man jetzt natürlich anfangen zu diskutieren, okay, wie kann ich jemandem Wertschätzung zeigen? Ist es der tägliche Obstkorb zum Thema Gesundheit, dass einfach jeden Tag mal ein Obstkorb da reinwandert? Oder ist es im Sommer einfach mal, hier ist eine Kiste Wasser? Also wir sind ja mittlerweile so weit, dass ich nicht mal eine Flasche Wasser trinken darf im Krankenhaus. Wo ich mir denke, ja, aber wenn ich meins vergessen habe, mei, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Ja? Aber das ist jetzt für jeden, glaube ich, individuell. Wichtig ist, glaube ich, das, was du auch vorhin angesprochen hast, wenn wir den Weg der Digitalisierung gehen, den wir ja gehen, und ich finde ihn super, dass wir die Basis mit einbinden, weil das ist für mich bisher nicht spürbar gewesen. Also Digitalisierungsstrategie nicht über die Köpfe weg, genau, derer planen, die da wirklich auch mit involviert sind, dann genau, tatsächlich im, ja, im Arbeitsalltag. Also ich habe ein Beispiel, fand ich super interessant. Ich habe dort als Leitung gearbeitet, hatte eher ältere Mitarbeiter. Und dann hieß es auf einmal, in der nächsten Teambesprechung wird die Pflegedienstleitung mit da sein und wird was ganz Wichtiges kommunizieren. Und dann hieß es, ja, wir werden jetzt ganz modern diese Essensbestellung, die bis dato immer noch auf diesen kleinen Karteikarten immer fünfmal drüber geschmiert und nochmal irgendwas markiert, konnte keiner lesen. Am Ende war immer das falsche Essen da. Wird jetzt abgeschafft. Wir digitalisieren das jetzt. Jetzt kommt Logiman. So. Ich dachte mir, oh ja, super, finde ich toll. Meine Mitarbeiter dachten sich so, oh je. So, und jetzt war mein Spagat, okay, wie bringe ich diese Generation natürlich auch, die mit dem Handy einfach nicht groß geworden ist, wie bringe ich die dahin, dass sie sagen, das ist doch super, Mensch, da muss ich nicht fünfmal alles umbasteln, das ist in dem System drin. Wenn der eine Allergie hat, das wird sofort angezeigt, ist doch alles toll. Ja, ich dachte, es werde toll, wurde eines Besseren belehrt, denn es wurde digitalisiert, aber wir haben die Geräte nicht bekommen. Heißt, ich bin dann immer noch mit meinem Zettel in jedem Patientenzimmer rumgelaufen, habe das dann irgendwie auf meinen anderen Zettel geschrieben, weil es gab ja dann auch keine Karteikarten mehr, und bin dann wieder gefühlt 10 Kilometer in die andere Richtung gelaufen, um das dann einzutragen. Natürlich bin ich unterwegs 5-mal aufgehalten. In den einzigen PC, den es dann irgendwo. In den einzigen PC, den dann da dann dasteht für 10 Leute, so, ja. Ja, weiß ich nicht, ob das dann der Fortschritt ist oder ist das dann eher der Rückschritt, weil ich eigentlich alles 3-mal mache und wahrscheinlich dann auch bei meiner Doppelt- und Dreifach-Dokumentation irgendeinen Fehler mache. Ja. Hm. Und deswegen finde ich, ist das der richtige Ansatz, Leute von der Basis zu holen und zu sagen, ihr arbeitet da, was kann man tun? Und zum Beispiel, was du ja auch schon gesagt hast, einfach ein Essenstablett hinfahren oder dann das leere Bett in die Reinigung bringen. Das sind Tätigkeiten, die sehe ich eigentlich nicht bei mir. Also wenn ich zurückblicke, was ich in meinem Examen leisten musste, was ich an Wissen haben musste, weiß ich nicht, warum ich dann auch dann zum Beispiel als Stationsleitung gefühlt den halben Tag irgendwelche leeren Betten durch die Gegend fahren soll. Das kann ich gut verstehen. Bleiben wir vielleicht noch einen Moment bei tatsächlich der Digitalisierung, um dann noch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und auch der Robotik noch mal vertiefter einzusteigen. Daniel, du bist ja, glaube ich, ein großer Fan von digitalen Gesundheitskonzepten. Warum brichst du dafür so eine Lanze? Ich sehe es immer eingebunden, ja, also immer den Mehrwert aus einer Technologie, und ja, wer hat sie nicht an? Ja, entweder die Smartwatch oder die App auf dem Handy. Also die dann, ich nicht. Okay, gut. Okay, wäre mal interessant, wer hat eine Gesundheits-App auf dem Handy? Ja. Ich sehe so 10, doch, jetzt sind sie doch. Ja. Wenn der Erste sich immer traut, dann... Also ein Drittel bis die Hälfte fast. Genau, ne? Und jetzt wäre die Zusatzfrage, und wer nutzt sie? Also das ist natürlich dann auch immer noch, wird dann weniger, ja. Wir sagen 50% Schwund, aber immer noch. Verfechter, ja, es ist sehr individuell, und auch da gibt es aus dem Fitnessbereich ganz viele wunderbare Geschichten, Anekdoten. Und ich höre ja auch so ein bisschen die Generationsspanne heraus. Also ich selbst würde ich noch als Immigrant bezeichnen, als Digitalen, ja. Genau, ich bin Gameboy, das war für uns damals Ende der 80er Wahnsinn, da ist so der Teufel drin, das kann doch nicht wahr sein. Aber natürlich für die Generation später ist das ganz normal, und dementsprechend müssen wir auch versuchen, ihnen das nahe zu bringen. Also es braucht auch wieder diejenigen, die es dann den Älteren oder eben den anderen Generationen auch wieder ganz positiv bringen. Weil ihr kennt selber, wenn wir etwas nicht verstehen,
was der Bauer nicht kennt, neigt er erstmal. Aber Apps sind ja oftmals, jetzt am Beispiel, selbsterklärend, ganz bedienerfreundlich, aber es braucht, aber oftmals aber nicht selbsterklärend. Vielleicht das ist es. Und da braucht es dann eben auch mal eine Fachkraft im Fitnessstudio oder im Krankenhaus. Das zeigt, schau mal, lieber Patient oder Kunde oder Mitglied, das geht so und so. Und das hat den Mehrwert für dich. Und am Ende entscheide du. Also ich denke, wir brauchen beides. Ja, also auch immer noch das Handgeschriebene. Und ich würde gerne einfach nur eine Geschichte erzählen, weil du auch gerade so... wir haben im Studio auch mit elektronischen Trainingsplänen gearbeitet, ja, und dann gab es die Trophäe, wenn das Training geschafft wurde. Das ist toll, das kommt an, wow, und jetzt habe ich meine 3 Pokale und jetzt bin ich dann im nächsten Level oder in der nächsten Liga. So. Also unser Belohnungszentrum. Ja, Belohnungszentrum, feuert. Ganz genau, ja. Und eine ältere Dame kam zu mir und wollte, war so kurz vor, so... Keiner sagt mir, ob ich was richtig mache. Und ich sage, wir haben doch unser System, da siehst du doch, wie oft du da warst und kannst ein bisschen nachvollziehen. Nein, ich mache alles falsch. Und ich habe ihr Bedürfnis erkannt und war mir auch wichtig und bin mit ihr alle Übungen durchgegangen, die wir noch selber machen müssen. Das ist einfach so. Und ich kannte sie noch vom Eingangsgespräch, von ihren Anfängen und hat wirklich im Körperbewusstsein aufgebaut und die Übungen dementsprechend ausgeführt, ja, dass sie richtig sind. Und sag ihr am Ende, wow, ich bin begeistert, hast du gut gemacht. Und dann wieder, warum sagt mir das keiner? Und da wurde mir auch so bewusst, es braucht am Ende doch den Menschen, keine KI, wir werden es herausfinden, oder auch digitales Tool schafft es im Moment, gewissen Menschen, also auch dieses Gefühl zu geben, alles richtig zu machen. Okay, da hast du ja, glaube ich, eine ganz, ganz andere Meinung. David, du hast immer gesagt, früher haben wir die kalte Hand der Digitalisierung gefürchtet. Ja, jetzt wären wir teilweise froh, ja, wenn sie uns schon ein bisschen mehr unterstützen könnte. Und ich glaube, es erscheint demnächst ein Buch von dir und einem Co-Autoren im September, Der smarte Patient, wie Digitalisierung uns gesund macht. Der Titel sagt ja schon, dass du da sehr pro bist, logischerweise. Da gab es ein Kapitel, da ging es auch um Wearables, um Selbstvermessung. Da geht ja alles Mögliche, von der intelligenten Zahnbürste bis hin zur intelligenten Toilette. Wobei, wenn ich mir das jetzt so im Detail vorstelle, finde ich die Durchleuchtung vielleicht schon ein bisschen befremdlich noch an dem Punkt. Ja, also dem, was Daniel gesagt hat, möchte ich erstmal unterstützen und sagen, also wir haben ja heute viele von uns, oder ich kenne sehr viele Menschen, die ihre 10.000 Schritte schaffen wollen am Tag. Ne? Und es gibt dann welche, die abends nochmal durch den Regen ums Block laufen, weil die Watch sagt, du brauchst noch 1.000 Schritte. Und das sind doch tolle Effekte. Ja? Wenn, früher wäre ich ja nie nochmal um Runde gelaufen, weil auch keiner zuguckt. Aber jetzt guckt die Uhr zu und da will ich meinen, weiß ich, Pokal haben. Und das nennt man ja Gamification, dieses Nudging, Anstupsen. Und das funktioniert bei vielen sehr gut, weil die halt ihren Level, oder dann vergleichen sie sich mit den Nachbarn, Freunden, Familienmitgliedern. Und ne, jeder sieht so, wie viel der andere gelaufen ist. Und das fördert ja Motivation und gegenseitige Messung. Und so ticken wir Menschen ja so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen challengen will. Und das muss nicht immer so eine Rangliste sein, ich bin besser als der andere. Aber ne, ich will sozusagen mein Niveau halten. Und da finde ich das immer super und als tolle Ergänzung, die heute ja schon echt funktioniert. Und ich bin auch kein Freund davon, das versuchen wir auch seit Jahren meistens auf solchen Podien zu sagen, entweder Digital-Enthusiast oder Digital-Gegner, jetzt kloppt euch mal und so weiter, weil diese Diskussion ist eigentlich schon alt. Heute geht es immer nur um Team, Mensch, Maschine. Wie können wir Technik sinnvoll als Instrument nutzen? Genau wie, wir müssen nicht wissen, wie das Auto funktioniert, wir müssen es nur fahren können. Genauso ist es bei Digitalisierung so, wir müssen auch nicht wissen, was die Uhr alles macht, sondern wir müssen wissen, wie wir sie nutzen können, wo ist der Mehrwert. Und mir hat nie einer Amazon erklärt und ich kaufe alles heute bei Amazon, weil es einfach ist. Mir hat keiner erklärt, wie ich meinen Flug buchen muss. Auch das habe ich mir selber beigebracht, weil ich Nutzen vorangegangen bin. Und das ist eben der Kern. Wenn wir Menschen einen Nutzen darin sehen, dann nutzen wir das auch, die Technik. Und andersherum, wenn das nur irgendwie was Langweiliges ist, dann eben nicht. Und ich glaube, dass schleichend nach und nach immer mehr Technik um uns herum passiert. Das passiert einfach, ist ja so. Und irgendwann fängt das Ganze zu Hause an. Wir werden ja zu Hause krank und nicht beim Arzt krank. Ne, zu Hause spüre ich ein Symptom und dann kommt die intelligente Toilette und die habe ich schon, ich doziere einmal. Im schon Jahr ausprobiert? Ja, nee, ich habe es zumindest gesehen, an der RWTH Aachen, aber ich würde es mir sofort installieren zu Hause, weil ich habe dann, also wie gesagt, seit Jahren gibt es das schon als Projekt an der RWTH, aber auch in anderen Bereichen, das ist so eine Art Toilette mit DSL-Anschluss, so kann man sich das optisch vorstellen, eine ganz normale Toilette mit einem Kabel. So, und was macht die? Die misst Impedanzdaten, Körperwärme, Temperatur, mein Gewicht und alles, was da reinkommt. Und das bedeutet wiederum, ich habe Langzeitdaten. Ne, und vieles Darmkrebs und so, das ist problematisch, weil es zu spät erkannt wird. Und wenn ich da in so einer Toilette schon 2 Jahre, bevor ich irgendein
Blutstropfen da irgendwo sehe, schon identifiziere, dann ist das ein richtiger Mehrwert. Und ich habe das gute Gefühl andersherum, dass ich gemonitort werde und wichtige Daten, weil ich meine, beim Arzt gebe ich auch Urinanalyse ab. Moment, ich bin noch nicht fertig. Ja. Aber ich habe das dann einfach Langzeitdaten. Das finde ich erstmal spannend. Problem, und das sehe ich auch, ich sehe jetzt nicht nur immer alles durch meine rosarote Brille, dass ich natürlich viel Angst habe. Was ist, wenn meine Toilette irgendwie rot blinkt, irgendwie irgendeine Lampe, hallo, weil ich nur an dem Tag irgendwie mal irgendwie schlechte Werte habe. Und da erzeugen wir natürlich viel Angst. Also ich habe das selber mal ausprobiert, so als ich vor ein paar Jahren auf die Idee kam, so jetzt bist du Mitte 30, jetzt machst du mal so ein große Hafen, große Reise durchs Gesundheitswesen, mal so ein Check-up und dann großes Blutbild und so weiter und dann Wert X stimmt nicht, Wert Y stimmt nicht und dann reitet man sich da total rein und ist dann irgendwie total fertig, weil irgendwie hat man 1000 Krankheiten plötzlich. Und das ist die Gefahr, wenn die Uhr mir sagt, morgens du hast schlecht geschlafen, ich fühle mich aber gut, dass ich dann schlechte Laune habe, weil die Omi sagt, du hast schlecht geschlafen. Also so eine Überinformation. Genau, und deshalb sage ich mal nicht, die Daten sind wichtig, sondern das Interpretat der Daten. Das heißt, wir brauchen dann wieder den Arzt, die Pflegekraft, die mir sagt, dieser Wert, das ist normal, dass der schwankt. Mhm. Oder das, ne? Und diese Einordnung. Und das ist super schwierig. Und da genau die Mitte zu finden zwischen dem Arzt, der Technik und so weiter und einem selber, das ist die Kunst am Ende. Wir wollen ja gleich gerne auch noch auf KI und Robotik kommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber du wolltest auf jeden Fall jetzt noch was sagen, Christian, dazu. Ich habe erst mal gedacht, wenn mein Darm nur so intelligent wird wie die Toilette. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man kann natürlich damit einiges an Daten generieren. Also eine besondere Form von Liquid Biopsy, hätte ich beinahe gesagt. Aber man muss eins natürlich mal bedenken, gerade was jetzt so die Erkrankungen angeht im Darmbereich oder auch Richtung Krebs. Wenn alle, die merken, dass sie schlicht und ergreifend eine Veränderung der Stuhlgewohnheiten bei sich wahrnehmen, wenn die alle zum Arzt gehen würden, hätten wir ganz viel Früherkennung vom Darmkrebs. Toilette hin oder Toilette her, so geil dieses Teil ist. Und was Bewegung angeht, muss man sagen, diese ganzen Gadgets sind natürlich geil, aber was hat denn die letzten 50 oder 150 Jahre ältere Menschen zur Bewegung gebracht? Das war der Hund, den sie abends rumgeführt haben. Genauso wie wir in der Medizin gelacht haben, was ist das beste Mittel für Frühmobilisierung? Das sind die Raucher, die dann in die Raucherecke gegangen sind. Erstaunlich, wie früh die dann losmarschiert sind, ja? Während die Nichtraucher noch im Bett lagen, ja? Haben es die Raucher. Und wenn man auch die Raucherecken an die abstrusesten Orte gebracht hat, gell, da sind die hinmarschiert. Das hat alles mal funktioniert. Also es sind manchmal so ganz kleine Dinge jenseits der Digitalisierung, jenseits der Medizin, die dazu führen, dass man ganz viel Veränderungen bringen kann, wenn man einfach mal beobachtet, wie verhalten sich denn die Menschen? Danke, dass du das einen Nachsatz sagen, darf ich? Kurz. Zum Beispiel eine große Krankenkasse hat das heute schon, dass ich meine Stuhlprobe dahin schicken kann mit einem Paket und die analysieren das digital und geben mir dann per, weiß nicht, App oder wie auch immer eine Rückmeldung. Und das hört sich auch immer skurril an, aber gerade Männer und so weiter, wer geht denn gerne zur Darmkrebsvorsorge? Ja? Ja. Und gut, aber jetzt kommen wir so ein bisschen von Höxchen auf Stöcks, obwohl es total interessant ist natürlich. Ja? Und was man dann wiederum mit der Information macht und wer mir die dann erklärt, ja, wenn ich da so Ergebnisse dann einfach so kriege, ist ja wieder mal ein anderes Thema. Kommen wir nochmal auf Robotik, kommen wir auf KI. Und dazu würde ich eigentlich gerne noch eine Frage ins Publikum stellen. Sie haben ja alle einen QR-Code bei der Akkreditierung bekommen oder er ist auch, glaube ich, hier dann nochmal eingeblendet hier auf dem Bildschirm. Und wir würden gerne folgende Frage an Sie stellen. Können Sie sich vorstellen, künftig von einem Pflegeroboter versorgt zu werden? A, warum nicht? Lieber eine kalte Hand als gar keine. B, unterstützend ja, aber wirklich keinesfalls ausschließlich. Oder C, auf keinen Fall. Das wäre unempathisch, unwürdig und vielleicht ja sogar riskant. Und wenn Sie bitte mit abstimmen, und das ist auch schon passiert, das geht ja rasend schnell hier, verändert sich noch ein bisschen. Und ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, dass unterstützend, aber keinesfalls ausschließlich mit derzeit 68-69% weit vorne ist, jetzt gerade 67. Überrascht euch das hier auf dem Panel oder sagst du, nee, das ist genau so, habe ich es mir vorgestellt? Wir haben hier bei den Gadgets. Vielen Dank fürs Mitmachen übrigens. Wir haben hier bei den Gadgets ganz viele, die dann erfolgreich sind, wenn sie die Leute mit einbindet, dass das nicht alleine steht. Zum Beispiel auch die ganzen Gadgets, die es inzwischen gibt, in der Psychotherapie unterstützend. Geheimeswegs versuchen, eine Psychotherapie mit einer App zu ersetzen. Aber unterstützend, dass die Ärzte beim Patienten da über diese neuen Technologien eine Unterstützung bekommen, da sind wir alle dabei und da sehe ich auch ein Riesenpotenzial.
Robotik ist ja auch ein ganz breites Feld, um es nochmal zu sagen. Es gibt ja auch schon chirurgische Roboter, die also dem Arzt bei der OP dann unterstützend zur Hand gehen. Es gibt, wie gesagt, so Transport- und Logistikgeschichten. Es gibt Dienstleistungsroboter, Pflegeroboter. Ramona, wie wäre das für dich, wenn du jetzt als Mitkollegen sozusagen einen funktionierenden Pepper hättest? Und David kann uns ja gleich nochmal erzählen, was das Pepper Plus Modell vielleicht dann auch schon drauf hätte, der dir eben mit der einen oder anderen Geschichte zur Hand gehen würde. Sagst du, um Gottes Willen, das ist ganz merkwürdig. Siehst du Grenzen irgendwo des Möglichen, des Machbaren, des für dich Mittragbaren? Also Grenzen gibt es sicherlich, aber prinzipiell finde ich das super, weil natürlich ich mich dann hoffentlich auch auf ihn verlassen kann. Das heißt, ich weiß ganz genau, welche Arbeiten werden mir abgenommen und das ist halt jetzt nicht der Fall. Jetzt ist immer eher so die Frage, was kommt heute noch dazu, wer ist jetzt noch krank, in welcher Sparte kommt noch mal eine Aufgabe auf mich, und das, denke ich, würde er dann ja professionell und zuverlässig machen. Und das, glaube ich, wäre eine super Unterstützung und tatsächlich auch ein Anreiz für junge Menschen, wenn man weiß, okay, wir werden ein bisschen moderner. Wir haben nicht mehr diesen Bürokratie-Dokumenten-Schlamassel die ganze Zeit. Wir haben auch nur noch die Aufgaben, ja, die wir in unserer Ausbildung auch gelernt bekommen haben, und darauf können wir uns spezialisieren, sei es eine gute Wundversorgung, sei es ein gutes onkologisches Gespräch. Wichtige Sachen, die da sehe ich auch die Grenze, die meiner Meinung nach der Roboter nicht kann oder noch nicht kann. Und wer jetzt aber KI unterstützt wäre, was ja unser Modell hier noch nicht ist, die können ja auch schon mittlerweile sehr, sehr gut reden und auch teilweise offenbar ganz empathisch mit den Leuten sprechen. Wie ist das für dich, Daniel? Was kannst du dir da vorstellen? Sehr gut. Also ich unterstütze auch die erste Antwort. Passt vielleicht jetzt nicht ganz so rein, aber wir sehen es jetzt schon an den Hochschulen. Wir brauchen ja jetzt schon die Anti-Cheat-Software, ja, um zu erkennen, was KI alles kann. Und das ist jetzt sowieso so ein negativer Punkt, weil am Ende wollen wir das eigene Lernen unterstützen. Ja? Also der Mensch soll sich ja in seinen Qualitäten entwickeln, mit all seinen Gegebenheiten. Und ich bin immer der Überzeugung, integrativ, ja, wir sprechen von Mehrwerten und ja, aber es braucht dieses wachende Auge und das sollte immer menschlich sein. Ich habe gerade kürzlich so ein Zitat gefunden, weil, wie gesagt, also auch gerade bei KI schwanken wir ja zwischen Hype und Horror. Die einen sagen ja, wunderbar, es ist der iPhone-Moment sozusagen für die künstliche Intelligenz. Die anderen sagen, um Gottes Willen, was es da auch an Horrorszenarien gibt, an Fehldiagnosen und so weiter. Aber ich habe ein interessantes Zitat gefunden. Es ist davon auszugehen, dass die Arztpraxen in der Zukunft ruhiger werden, da das Telefon immer seltener klingelt und der Empfang irgendwann aus einem lebensgroßen iPad besteht, auf dem der Arzt-Avatar den Patienten begrüßt. Dazu kann ich was sagen, weil ich habe mit einer Ärztin vor 5 Jahren schon, genau das war unser Geschäftsmodell. Wir haben ein Startup gegründet mit einer Ärztin, die HNO-Praxen hat, und wir wollten unsere Vision, hat man als Startup, hat man große Visionen und so, war das Wartezimmer abzuschaffen, indem wir es gar nicht mehr brauchen, weil ich meinen Online-Termin buche, was ja heute möglich ist. Ne? Meine Studenten zum Beispiel, da hat keiner gelbe Seiten oder so. Und da entweder gibt es den Arzt im Internet oder den Arzt gibt es nicht für die. Und heute buche ich oftmals über Doktorlippen, wie sie da heißen, meinen Arzttermin online. Und wir haben damals noch wie so Flugzeugsitze gehabt, die alle grün waren, ein paar wenige für GKV-Patienten, ganz viele für PKV-Patienten. Dann konnte ich mich da selber einbuchen und habe dann so eine Uhr gekriegt und dann noch 30 Minuten und dann kamen ein paar Kunden, ein paar Patienten noch, dann ist die Uhr wieder hochgegangen und ich sollte just in time, wie man es so Logistik kennt, in die Arztpraxis. Das war die Idee und das Startup gibt es heute noch. Ich bin da nicht mehr drin, aber das gibt es noch und das war schon vor 5 Jahren, also das ist nichts Neues. Aber genau darum ging es, weil heute telefoniere ich, kein junger Mensch will heute überhaupt telefonieren. Also meine Studenten sagen mir, die hassen telefonieren. Ja, maximal Sprachnachrichten. Der Sprachnachrichten geht gerade noch, will hier hergeschickt werden. Leider gibt es das nicht für iPhone, aber Android kann ich mir die Sprachnachricht anzeigen lassen als Text. Das machen sehr viele. Ja, guter Tipp, ne? Aber wenn mir da einer 10 Minuten voll quatscht, das nachts, ich spule mal auf Faktor 2 vor, dass das in Zeitraffer kommt. Aber du sprichst ja auch schon in Faktor 2. Nee, aber die Leute wollen ja, das nennt man asynchrone Kommunikation. Ich schreibe irgendwas hin, kriege eine Antwort. So wollen sie zum Arzt, zur Pflegekraft. Ich brauche einen Tee. Enter in Zukunft und der Tee kommt dann in 2 Minuten. Aber entschuldige, dass ich nochmal reingehe, wenn du gerade eine kurze Atempause hast, aber da wäre ja gar kein Arzt mehr praktisch da. Das wäre ja nicht nur der Empfang, sondern es sah für mich so aus, als ob dann praktisch der Arzt aus Fleisch. Ja, aber da hat doch keine Lust,
erstens diese Sprechstunde MFAs gibt es immer weniger. Und das ist ja nicht die Wertschöpfung eines Arztes, Termine zu machen, durchzustreichen. Und es sagt auch keiner Termine ab übrigens, weil ich ja wieder telefonieren muss. Ich komme einfach nicht. Und darüber, wenn 3 Uhr morgens ein Patient digital absagt, kriegt der nächste um 4 Uhr morgens seinen Termin für nächsten Montag. Mhm. Und das ist tolles, intelligentes Terminmanagement. So, aber der Arzt ist ja dafür da, mir zu erklären, dann sind wir wieder Empathie und so weiter, was ich habe, mir ein bisschen Mut zu machen, Therapieoptionen mit mir zu diskutieren, nicht zu dokumentieren oder zu telefonieren. Da ist ja die Wertschöpfung. Empathie hast du gerade. Da kommen wir ja auch nochmal gleich drauf. Aber jetzt nochmal kurz zu dir, Christian, weil KI ist ja teilweise in deinem Arbeitsalltag tatsächlich auch ganz wichtig. Jetzt nicht vielleicht unbedingt schon als ärztliche Assistenz oder so, ein Chatbot, aber zum Beispiel gerade bei der Strahlentherapie ist ja Bildgebung, ist da ganz präzise Datenverarbeitung, Konturierung von Geweben und so weiter ganz wichtig. Also wie sehr nutzt ihr das denn tatsächlich schon? Also das wie viel Arbeitsentlastung ist es auch? Das ist tatsächlich spürbar und das ist tatsächlich auch schon mittlerweile umgesetzt. Wir müssen ja in der Strahlentherapie, wenn wir ein Feld bestimmen und wir haben halt einen Tumor, den sehen wir ja in der Bildgebung und dann wird er konturiert. Und da muss außenrum natürlich alle Risikoorgane müssen auch konturiert werden. Und das ist halt letztlich eine intelligente Bilderkennung, die jetzt natürlich ständig befeuert wird mit Big Data Analyse von vorhandenen Befunden. Das heißt, wir sind dann einfach schneller, was die Therapie angeht. Und das ist eine echte Unterstützung. Wir Ärzte müssen allerdings mehr und mehr in diese Kontrollfunktion gehen. Das heißt, wir kriegen natürlich sehr viel mehr vorgelegt und müssen natürlich die Vigilanz dann besitzen, dass man da auch nicht ermüdet, sondern wir wissen immer, dass KI manchmal voll daneben liegen kann. Also du verlässt dich nicht 100% drauf. Das ist definitiv so, dass man sich nicht darauf verlässt. Mhm. Ich wollte noch eins ergänzen zu dem Thema Telefonieren und hin und her. Es ist tatsächlich so, dass es ruhiger wird im Moment in den Praxen. Es liegt aber zum größten Teil auch daran, dass man halt inzwischen andere Wege auch der Kommunikation untereinander haben. Dass wir zum Beispiel viel mit einem internen Messenger arbeiten und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, die Informationsflüsse müssen in der Praxis oder auf Station ständig hin und her gehen und das ist ganz viel. Und das unterschätzen die Leute. Ich nenne mal ein ganz krasses Beispiel. Als in Freiburg das Herzzentrum gebaut wurde, hatte der Architekt eine geniale Idee. Der hat einen riesen Innenhof gemacht und hat alle Stockwerke mit den Stationen außenrum gemacht. Und das führte dazu, dass jetzt die gesamte Pflege immer noch flüstern darf, weil über 5 Stationen hinweg natürlich ständig dann die Pflege über den Innenhof quasi sich gegenseitig was zugerufen hat. Mhm. Herr Meier braucht die Pfanne, schnell. Und das ging dann hin und her und das war nicht mehr auszuhalten über 5, das waren fast 10 Stationen, die da sind. Mhm. Also das ist einfach das Brot und die DNA der Medizin, dass die Kommunikation läuft, auf welchen Kanälen, völlig egal. Zum Thema Kommunikation, weil wir sind ja fast auch schon am Ende unseres Panels. Ich würde gerne einmal noch, weil es auch schon hier stattfand, das Thema Empathie aufgreifen und auch weil du, David, ja dieses Thema, mit dem ich gerade beschäftigst, aber alle anderen sollen bitte auch noch kurz was sagen und dann kommen wir auch zum Schlussstatement schon. Künstliche Empathie, sagst du ja, ist möglich. Empathie ist nicht nur sozusagen eine menschgemachte Eigenschaft, das widerstrebt den meisten ja erstmal, wenn sie es so hören. Kann das möglich sein? Oder Ramona, sagst du, naja, also ich weiß nicht, kann ich mir an der Stelle noch nicht so ganz? Genau, ich glaube nicht so ganz, trifft es ganz gut. Auf der einen Seite muss ich aber auch sagen, manche menschlichen Krankenschwestern besitzen sie auch nicht mehr, diese Empathie. Und dann wäre mir tatsächlich die künstliche lieber. Also dann, wie du schon gesagt hast, dann lieber die kalte Hand, bevor ich gar keine habe oder bevor ich jemanden habe, der mich dann auch noch anschnauzt, weil ich nicht alleine aufgestanden bin. Dann nehme ich lieber die künstliche Empathie tatsächlich. Genau. Vielleicht erkläre ich das einmal ganz kurz. Also Empathie ist ja so die letzte Domäne des Menschen manchmal in dieser Diskussion. Und das sehe ich nicht so, weil Empathie ist was Erlernbares aus meiner Sicht. Also ich habe eine Tochter, die 6 Monate alt. Wenn ich sie anlächle, lächelt sie zurück. Wenn ich sie böse angucke, dann guckt sie mich böse an. Also ich lerne, wie ich mit Menschen zu tun habe. Genauso lernt das die Technik in Zukunft. Und ich glaube schon, viele geben ihren Staubsaugerroboter, Rasenroboter heute Namen. Oder kleben Augen drauf und dann Fell drüber. Ich kann zur Technik, wenn sie irgendwann menschenähnlich sind, wenn er hier irgendwann aussieht wie ein echter Mensch mit Silikonhaut, kann ich dazu eine Beziehung aufbauen. Wie früher beim Tamagotchi, nur ein bisschen eben humanoider. Und andersherum glaube ich schon, dass wir eben von Mensch zu einem Chatbot, der mit mir nett spricht und ich eine gewisse Beziehung aufbauen und immer noch vielleicht mehr als der Mensch, der heute keine Zeit hat, genervt ist und wie gesagt oft eben nicht empathisch ist. Und von daher glaube ich schon, ich kann es trainieren, anlernen, bis zu einem gewissen Teil wird das schon gehen.
Ich habe auch so eine ganz interessante Studie gelesen. Da haben Menschen online Fragen gestellt, wie: Ich habe einen Zahnstocher verschluckt, ist das jetzt tödlich? Oder ich habe Bleiche ins Auge gespritzt, erblinde ich jetzt? Und dann sollte ein Ärzteteam bzw. Chatbots das beantworten. Und das Ergebnis war wirklich ganz verblüffend. Nicht nur waren die Antworten des Chatbots qualitativ besser, sondern sie waren sogar in der Bewertung noch viel mehr empathisch, ja, also noch viel empathischer als die der Ärzte, die eben dann vielleicht gestresst sind und nicht so die einfache Sprache gefunden haben. Und eigentlich haben wir auch nicht mehr ganz viel Zeit, aber es wäre so schön, wenn wir noch ein kleines Schlussstatement, auch wenn es nur ein, zwei Sätze von euch sind, um noch mal so ein bisschen so einen Anschubschwung, auch was Positives noch mitzunehmen, ja, zu unserem Thema des Fachkräftemangels. Also was stimmt euch, was stimmt dich letztlich doch optimistisch, dass wir das hinkriegen, zu einer guten und gesicherten Gesundheitsversorgung? Ich wünsche mir mehr Gesundheitsbewusstsein, dass wir eben nicht in 2035 in diesen krassen, also in diese Dissonanz kommen, weil wir wieder uns mehr auf uns selbst besinnen, ja, auch wieder Freude an der Bewegung erkennen und auch über KI uns Wissen aneignen und letztlich dadurch für Entlastung in all den Krankenhäusern und Kliniken schaffen. Unsere Gesundheitskompetenz voranbringen. Ja. Ramona. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir von diesem Top-Down-Modell einfach wegkommen und genau das, was du gesagt hast, vermehrt machen. Einfach von der Basis anfangen, die Menschen, die an der Basis arbeiten, fragen, wie können wir zum Beispiel mit KI was verbessern? Und dann wünsche ich mir aber auch bei meinen lieben Kollegen und Mitarbeitern, dass sie das auch annehmen, dass sie auch wirklich, egal von welcher Generation, sagen, das probieren wir denn, weil das, wo wir jetzt sind, dieser Stand, der ist einfach schlecht. Also müssen wir offen sein für Neues, um es dann hoffentlich besser zu haben und besser arbeiten zu können. Also auch das Mindset spricht dann eine wichtige Rolle, so ein schönes neues Wort, Christian. Da knüpfe ich gerade an Ramona an. Ich verfolge ja das mit der IT schon ein bisschen länger, wenn ich zurückdenke, sind fast 40 Jahre. Und schon als ich studiert habe, hat man erkannt, welche Riesenmöglichkeiten ein Rechner bietet für die Medizin. Aber die ganzen Aktivitäten und die ganzen Initiativen, die wir jetzt starten, die können nur dann funktionieren, wenn tatsächlich, wie du sagst, die Basis mit eingebunden ist, die Pflege mit eingebunden ist, die Ärzte mit eingebunden sind, die täglich am Patienten arbeiten. Auch wenn es schwer ist, deren Worte irgendwie zu fassen, weil die nämlich keine Zeit haben, die immer am Patienten arbeiten. Aber das ist das Statement, was wir brauchen, um voranzukommen. Also dieser Brückenschlag muss gelingen. Genau. Also ich habe eine klare Meinung mittlerweile. Ich glaube, wir müssen von unten kommen, wie Ramona es auch gesagt hat. Der Patient muss zum Arzt gehen, steckt seine CD-ROM weg. Ich will die gar nicht. Ich will das in meiner E-Akte haben. Die Krankenkasse lässt seine Briefe weg. Ich nehme keine Briefe mehr an. Schick mir das irgendwie per E-Mail. Wenn wir alle, die hier sitzen, morgen rausgehen in die Gesundheitsversorgung und das anfordern, was wir heute im E-Commerce-Bereich, was völlig überall normal ist, dann nerven wir die so viel, dass die langsam nachdenken, zu was zu tun. Auf Politik brauchen wir nicht warten, haben wir getan. Also ich bin von der Revolution von unten mit den Füßen abstimmen, hat man gerade gesagt. Und deshalb mache ich eine Medienkampagne mit Funke und anderen. Digitalisierung macht dich gesund, um das voranzutreiben. Vielen Dank nochmal für diese Anschubhilfe für uns alle am Schluss. Also wir alle haben es auch mit in der Hand. Wir müssen nicht nur abwarten, was eben beschlossen wird und vielleicht auch umgesetzt wird oder dann nicht. Wir können dazu beitragen und dazu bedanke ich mich nochmal sehr herzlich, dass ihr alle hier mit beigetragen habt. Das war ein sehr unterschiedliches, sehr buntes Panel. Und Bettina, jetzt darf ich das Wort wieder an dich übergeben und wir stehen unauffällig auf und verabschieden uns. Ganz herzlichen Dank. Sabrina, das war eine super Runde, Dankeschön. Jetzt gibt es erstmal noch ein schönes Erinnerungsfoto. Aber ich habe selten so viele Doktoren und Professoren so klar sprechen gehört wie diese hier in dieser Runde. Ganz erhellend. Und der Schlusssatz, Digitalisierung macht dich gesund. Ich meine, was Versöhnlicheres kann es doch am Ende eines solchen Gesprächs nicht geben. Also ganz großartig. Einen großen Applaus nochmal für Sabrina Staubitz, oder? Hat sie super gemacht. Applaus